Mittwoch, 2. Juni 2021, 21:01 Uhr, Windows 7 Internetzeit. Gucken wir mal ein bisschen uns um, ob man schon selber hören können. Testmu, Testmu. Ach, seht ihr, heute bin ich wieder auf 480p, das ist schön. Das sieht gut aus. Ich habe zwei private Nachrichten. Ach, hol die. Okay. Ich verlasse gerade ein bisschen mein Laptop. Tatsächlich. Der hat meinen Stream nicht hochgeladen. So funktioniert es also nicht. Tatsache. Ich muss also immer noch manuell von Twitch meine Streams nachträglich wieder hochschaufeln, weil ich das Video wegstreame. Speichert den Stream dann auch nicht ab. Da muss ich mal jemanden fragen, der schon mal auf YouTube gestreamt hat. So, mein letzter Stream. 410. Ja, 11. 410 war letzt hochgeladen. Das ist 411. Ich schmeiß gleich 7 Days an. So. Und jetzt werden wir auf Twitch umschalten. Na, was haben wir da? Wer lädt, wer lädt, wer lädt? Gut. Jetzt machen wir das an. 21:05 Uhr, Windows 7 Internetzeit. Chronischer Fehlermeldung. Ja, es gibt. Ja, Spiel gestartet.
31.05. war ich zuletzt dran. Und gegangen bin ich 21.24 Uhr Windows 7 in meiner Zeit. Ich spiele die A19,5. Dieser Zombie ist echt hässlich. Pfui, teil, wir müssen die hier die ganze Zeit einblenden. Das Spiel sollte man echt ohne Zombies herstellen. Das ist auch schön dunkel. Sturmlande besorgen ist meine nächste Mission. Genau, wir warten darauf, dass da hinten auf, ne? Ja, der Händler muss auch machen.
Ja.
Warte immer noch darauf, dass der Laden öffnet.
Bäume wachsen. Hilft. Das ist eigentlich genug Potenzial für Tee gesammelt. Ich kann sogar ein bisschen Kaffee kochen.
die Dinger hier. Auch noch reinpacken. Kaffee ist besser. Wo ist es? Was? Also. Das Wildtotentier, das Barode nicht. Was da wieder hast du noch? 50 durch 23. 26. Daumen. Und beide werden 24. Okay. Benutzt mal. Kaffee, der macht das doch. Nee, der macht auch. Was da wieder herrscht. Okay, Widerstand. Nett. Kai, du musst ja Kaffee trinken in dem Spiel. Stop, stop, stop. Ich mein Kaffee hier an Feuer. Es geht auch ab, ja, geht ja. Aber so hin, das sieht alles auch vernünftig. Meine Infektion, das ist eine noch nicht beizukommen, das Problem. Wahrscheinlich Ausdauer wieder hoch, wenn du noch Kaffee trinkst.
sehr angenehm. Ich bin in dem Spiel zwar todsterbenskrank, hab auch Kaffee-Intus. Deswegen kann ich zuhauen. Ach ja. Hoher 1 Schuss, fahrt alles ein. Oh fucking bitches. Ach, der streamt in YouTube auch. Ich stream nicht nur in YouTube, ich bin auch auf Bitches. Kann man mal sehen, Oleki. Kannst du mal sehen. Ist gerade rechtzeitig gekommen, um mit allen Einstopfen zu sehen. Aber siehst du mich jetzt vielleicht öfters, ne? Weil du hast ja immer noch nicht Twitch Now installiert. Ich stream überall. Bin genauso auf Twitch. Du siehst mich noch nicht. Deswegen, das Tour Twitch Now ist unerlässlich, sonst verpasst man ein Lustigen. Das ist für mich das hier zu Sachen irgendwie. Sehe ich in YouTube anders aus als sonst? Sehe ich schöner aus als sonst? Ach komm, einen trinken wir noch hier. Einen Kaffee. Aber du kannst auch auf YouTube bleiben, ne? Da ist genauso wenig Chat los wie auf Twitch.
Was ich noch sagen wollte, wusstest du, dass die Nevis Game verändert haben, die Map? Wollte ich nur mal mitteilen. Ein bisschen umstrukturiert. By the way. Spiele ich sowieso nicht, lieber Zufallsgenerator. Ah doch, ich mochte die Map immer. Der Händler ist zum Beispiel jetzt woanders. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Das war an einer hübschen Stelle, aber das ist halt gegen meine Gewohnheit. Ne? Boah, aber gegen meine Gewohnheit geht ja mal gar nicht. Ne? Nur weil die Decke hier eingestürzt ist, genauso war es auch ursprünglich geplant. Und hier freie gerade Fett ab. Ja, er hat von Blumenblüten bevor er vergehen. Er hat einstürzt. Er hat echt schade drum.
have great prices. Gratitude and safe travels, friend. Ciao. Oh, ich nutze sogar Händler. Der hat gar nichts. Dann muss ich jetzt wieder auf Lüftur gehen. Dann sterbe ich weg. Mal hier rein. Oder gehen wir hier rein. Noch einen Kaffee, trink noch einen Kaffee, schaut aber rein.
Herb ist ohne Ende, ja, ich weiß. Was hat das gebeugte Männchen zu sagen? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Aber das zwingt mich an, Zeit Vitamine zu essen. Das gebeugte Männchen sagt, ich bin schwach. Zumindest hat das Delfino für mich so übersetzt. Moment. Da steht, ich bin fatigt. Und brauche 10% mehr bei allen Attacken. Ist Vitamina, um mich schnell zu heilen. Das heißt, die Ausdauer geht auch runter. Alles geht ein bisschen runter, glaube ich. Und Energielevel, glaube ich, auch. Maximal Health. Health und so. Und hier und da. Und ja, kann kein Englisch. Auf jeden Fall brauche ich Vitamine, um groß zu werden. Ich werde schwach. Aber nur schwach. Warum läufst du an Baumstämmen vorbei? Manchmal Honig drin. Weil ich sie hübsch finde und nicht zerstören möchte. Man kann nie wissen, wie lange ich hier an dem Spiel bleibe. Irgendwann ärgere ich mich, dass ich alles abgeholzt habe. Aber es gibt so einen Mod geben, der kann diese Dinger spawnen lassen. Da muss ich mal mich umsehen nach so einem Mod. Aber du hast recht, wenn ich bald Honig kriege, da habe ich ein riesiges Problem. Die spawnen zufällig. Ach, die spawnen überhaupt, meinst du? Und die sind nicht von immer weg, wenn man es abholzt. Da muss ich nochmal belesen. Das will ich nochmal bestätigt wissen. Ach, Klamottenladen, das ist aber schön. Mann, ich suche Pillen und bin in einem Klamottenladen. Jetzt brennende Runde. Starterin. Ihn auch. Ja. So weit, so gut. So jede Menge Hosen. Aber ich gehe jetzt in eine Stadt und suche Pillen, verstehst du? Ich guck mal, falls ich doch noch einen Baumstamm finde. Einen kann man einfach wegreißen hier und da. Aber hauptsächlich gehe ich jetzt erstmal in die Stadt. Und suche Pillenladen oder sowas. Ein Ort, wo es vielleicht natürlich Antibiotika gibt, irgendwas halt. Ein Herpes ist schon sehr, sehr schlimm, ich merke das. Ich bin schwör, in diese Richtung hier ging so eine Stadt. Hier wäre ein tolles Zeug.
weiß gar nicht, ob das so formen kann. Auch einen gewissen Reichtum brauchen wir eh nicht mehr. Manchmal sind Pillen auch so in so Mini-Folgen. Ich glaube es manchmal nicht. Guck. Bam! Wie wir sie mit einem Schuss platt zu machen. Der allermöglichen Scheiß, auch keine Pillen benutze. Blümchen, rotes Blümchen, mal her mit dem Blümchen. So. Oh, gucke, Olegi. Gucke, dein Traum wird wahr. Was da hinten steht. Pharmazie. Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Halleluja. 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 Chakarak. Halleluja. 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 Kratz. Ja, danke schön. So, nehmen wir das Auto weg. Dann nehmen wir noch mal den Pfeifer. Oh, da hinten hoppelt der Hase. Da hoppelt Essen. Da hoppelt Essen. Pass mal auf, wie ich den jetzt platt mache. Ich habe das nämlich geübt. Kannst du jetzt tatsächlich fangen? Wo soll hin? Gut, du kannst es natürlich nur fangen, wenn du siehst. Scheiße. Egal. Wird gar ein Blatt gemacht. Ich kann ihn nämlich so fangen. Ständig muss ein Tier hier haben, weil der nicht vernünftige Bäume essen kann, wie ein Rehler. Und die Tickler null Ahnung von Nahrung haben, ist geil. Mit uns dann noch mal alles essen und halt. Ist hier der Mod überhaupt? Ja, hier, guck mal. Das ist das Spawnrad. Mega. Kann schon zugeladen. Trinken wir nochmal Ausdauerkaffee. Wie kloppen wir den Laden erstmal ordentlich auf?
So, ja, gut. Erfahrungsgemäß machen wir ein bisschen breiter, weil mit Zombie fliehen, da brauchen wir manchmal größere Fluchtmöglichkeiten. Oh, hier ist er. Wenn man schon von Karl-Heinz spricht, da ist er. Hallo Karl-Heinz. Nimm doch mal ein paar Flammen an. Karl-Heinz brennt. Oh, war noch Karl-Heinz. Um die Öl zu essen. Ich habe Hunger. Oben ist pharmazeutisches Zeug drauf. Auch alles noch nicht lösen. Nur Fluchtweg merken. Ja, sieht gut aus. Aber Film einer hier gefunden. Ein komisches Gefühl. Du hörst zu stöhnen, hörst zu stöhnen, wo kommen sie? Die fallen nämlich, siehst du? Da haben wir von der Decke. Ich weiß es mittlerweile schon. Ja, an der oberen Stockwerk diese Decke, wo man durchfällt, wo man auch selber durchfällt. Und dann stehen sie auf einmal hinter einem. Ganz wie es hier macht von den Gegnern. Ganz wie die Böse. Also ich glaube, ab 2 übrigens mit der hohen Grafikkarte ein Variant aussehen. Bei der alten Grafikkarte waren die Körbe ja. Nach Stunden. Nicht nochmal hartes verpassen sollst du nicht, Zombie. Da ist ein Hase, guck, 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 da ist ein Hase. Bleiben wir mal ganz dort stehen, dann kann man draufhauen. Da hat man sie am meisten. Gut, das hing daneben. Ein Nest gefunden. Eis, genau so gut. Effizientesten ist tatsächlich nur der Schrot. In dem Moment, wo wir stehen bleiben, bang. Jetzt die Jagd hier.
Der Hase steht da hinten gerade still. Problem ist, da kann sich an die Hasen nicht anscheinen. Ist er? Beim ganz dort stehen, dann kann man draufhauen. Zerliegen sind alle vier, wovon sie gesteckt. Also so ein bisschen essen, um die Hunger zu stillen. Ist das nicht schön, Mensch? Dass man hier jagen muss, um zu überleben. Oh Mann. Darfst nicht drüber nachdenken. Primitives Spiel halt von primitiven Entwickler, was erwartest du? Ich mag das Knieten der Hasen. Ach, du bist ein Satist, ey. Nee. Ich hab gar nicht klicken gehört. Muss ich mal drauf achten. Ja, Horror. Soll ich dich mal mit einer Hacke hauen? Kriegst du? Krieg! Wie kann dein Salaten da hinten offen? Ja, mega hier hinten. Guck mal, der ist da hinten offen. Oh, ich dachte, ich hätte Waffe gefunden. Da war auch ein Buch, wie man Waffe baut. Ja, ich habe ja schon Pistolenteile, Rezepte. Was ist denn der 44er Desert Vulture? Krass. Pistole? Ach, gucke, ich kann eine Pistole bauen. Ich habe alles. Mach hinauf hier Handfeuerteile, die habe ich. Oh, ich krieg noch Gasmus, ich kann eine Pistole bauen. Das ist ja mega. Aber hier hinten gibt es die pharmazeutische Zeug. Ich gehe da vorne rein. Guck, da hinten ist ein Huhn. Das mache ich genauso platt wie den Hasen. Ja, wenn ich mal Ausdauer hätte. Huhn, ich tu dir nichts. Auch wenn ich ins hohe Gras. Ich tu dir nichts, ich esse dich nur auf. Alles wird gut. Wo ist es hin? Das ist ärgerlich, was hinten immer im Gras. Aber es sind schon wieder zwei Nester. So wie ich der Hase zum Nest geführt habe, führt mich so zum Nest. Eier sind auch nicht verkehrt. Denn so ein Ei macht mittlerweile 10 Nahrung aus. Das war früher nicht so. Ich habe ein gekochtes Ei viel zu wenig gegeben. Ich habe noch nicht gerafft, dass es Proteine sind, einfach unglaublich satt machen. In Real Life zum Beispiel. Ach ja. Der Gegenstand muss verpackt werden. Und dann muss ich eine Erklärung herstellen. Sehr aufwendig.
Feier habe ich mittlerweile schon wieder. So, wenn man stundenlang Nester absucht, sehr effizient und jede Menge Eier findet, könnte man sich auch eine ganze Weile von ernähren. So, bei 30 Eiern kriegt man Balken dreimal voll. Das wäre schon mal was. Wenn ich pharmazeutisches Zeug gefunden habe, würde ich erstmal Eier suchen. Boah, ich verhungere. Ich bin mal gespannt, ob mich der Herbst umbringt. Oh, wo fallen jetzt die Zombies runter? Weiß nicht. Komm mal hier rum. Alle auf. Ich kann einfach füllen so lange. Was soll ich denn mit Blut? Jetzt hier noch mal durch. Ich habe einfach alle mal weggefallen. Ja, alle mal nach draußen folgen. Effizient, ey, diese Fackel. Ich muss verbrennen. Ich brenne sie alle, ja. Einmal zündet sich am anderen ein. Ich hab hier nochmal. Ja, wirkt stabil. Schön ist eben, dass eine Fackel nicht kaputt geht. Manchmal, und das ist besonders fies, fallen sie vom Dach. Dann flüchtet es nach draußen, dann warten sie sich schon. Kann Ihnen das schon passieren, so Dave? Das Peter. Hab ich schon Filme momentan? Nee. Aber ich krieg sie. Was ist das für eine Dauer, wie die Säule? Jetzt überkillen. Schon wieder einfach mal deckig mal wieder. Zehn Zombies hier. Boah, tut man nicht alles verfüllen. Ich dachte, das war ein pharmazeutischer Laden. Nee. Oh, Vitaminpillen habe ich gefunden. Jetzt übrigens gerade nicht brauch. Was die anderen Pillen?
Mann. Das Spiel mag mich nicht. So, Move. Glückliche Sammler. Schrott. Finde mehr Schrott und Beute. Hinten. Da steht Poppenpilz. So. Komme ich auch hin. Ach hey. Das ist eine Nahrung? Leider nein. Ach Mann. Oh, ich kann Fett fressen. Oh, sind da jetzt weg, aber ich den Durchfall. Einfach nur Fett fressen. Gesundheit, Hauptsache Kalorien. Ist echt nicht, ne? Also durchführen, oder? Ah. So ein Kaffee trinken, durchführen. Komm an meine Pillen. Just what the doctor ordered. Das ist geil. Warte, kaputte Schränke. Schon wieder. Der gönnt mir keine Pillen, ey. Keine einzige blaue Pille. Wie wenig Samba-Pill kann man haben? Ey, ich hab doch nicht. Glaubst du, dass ich hier noch nicht eine Pille kann? Hey. Oh, zwei Dicke.
Oh, nochmal Dreier. Oh, das ist ja gemein. Uiuiui, das ist gemein. Ah, was mache ich jetzt? Ah, ich weiß, was ich jetzt mache. Genau. Das geht ja mal gar nicht. So. Spielschutz setzen. Schriftstelle, mehr Spieler. Bam, 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 bam. Irgendwas könnte man da mal einstellen. Gar nichts. Nicht, dass mir helfen könnte. Ich kann neue Zombie Respawn ausschalten, das hilft mir auch nichts. Ah, das ist schwierig jetzt. Eigentlich, wenn ich noch machen könnte, ist ein Schwierigkeitsgradspitzer. Die Zombies nicht ganz so doll zuhauen. Ach man. Probieren wir es mal. Kacke. Mein Gott, es gibt keinen Raumzieher mehr. Wie bin ich da reingekommen? Es muss ein rausgehen. Es muss irgendwo ein rausgehen. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie bin ich da rein? Irgendwo ist ein Verband. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Was hat mir Fahrt gebrochen? Wo ist dieser Dreckverband? Nützt mir alles gar nichts, wenn ich... Da ist er. Heute ist er für immer dort. Kann ich wegrennen, freuen und benutzen. Das ist ein Teil, ich wollte auch nicht sterben. Ich hatte mir vorher noch mal gar nicht zu sterben. Ich habe nicht mal einen Server, da habe ich das geschafft. Hier bin ich jetzt schon das zweite Mal krepiert. Ich wollte nicht sterben. Ja, genau, dann nutzen wir gleich die neue Energie, um hier weiter zu pickern. Ich weiß nicht, ob du dich noch mal erinnern konntest, aber auf dem letzten Server, dann wo die Feuerwehr war, weißt du, und die nackt war, bin ich nur immer gestorben. Ha, keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Das ist möglich und es ist ein kleines Reiz, das zu schaffen.
wissen, wie ich da hinten hingekommen bin und warum ich nicht mehr rauskam. Ich glaube, die ganzen Flure haben nur irgendeine Tür, hallo? Deswegen gehe ich da auch gleich nochmal hin. Paro. So, was war hier? Und trotzdem habe ich noch nicht eine so eine Drecksbille. Das muss man sich mal reinziehen. Aber jetzt habe ich erstmal einen Bett auf meinen anderen Punkt. Der war wichtig, weil dahinter hat er nur Schrottware. So, auf Bett auf meinen anderen 1, 2 wird es dann ganz schön angenehm. Aber bis dahin hat der Händler echt nur Scheiß.
Das ist ja cool, also ja, zack, zack. Echt noch genau sein. Ich hätte nur ein Pflanzenfaser, sag ich ein. Na komm. Ist mein Zuckerhändler. So. Schon kann ich besser verhandeln, weil ich Zucker gegessen habe. Ist ein schönes Spiel, oder? Das motiviert doch die Leute zu einem gesunden Lebensstil. Du isst Zucker und kannst dadurch besser verhandeln. Konzentration steigt durch Kohlenhydrate. What a wonderful day. Ich weiß gar nicht, wenn ich da schon anputze in der Schmiede. Was ich mal brauchen könnte, wäre wirklich so ein. Ja, los, gib mal her. Ja. Spinde und Sicherungsweste und aufhübschen. Okay, ich muss das Zeug verkaufen. Ich bleib bei der Magnum-Zigarre. Mach mal eine finden. Und du brauchst ja, das habe ich auch mittlerweile herausgefunden, ein Buch. Ein Buch, wo das drin steht. Bevor du das Buch nicht gelesen hast, kannst du mit einer Magnum nicht besser verhandeln. Aber ich baue mir gleich eine Pistole, pass mal auf. So. Die Dinge haben wir auch schon mal verkauft. Ja. Ich baue mir jetzt auch schon mal eine Pistole. Und gucken wir mal, ob er jetzt Herpes-Tabletten hat, der Kerl. Auf jeden Fall hat er jetzt schon mal Beton. Ja, und Aktenschrank habe ich auch schon mal zum Aufhübschen meines Hauses, die ich irgendwann mal haben werde. Aber er hat im Café keine Pillen. Ja, die Werte, das ist auch sehr, sehr teuer. Great. Doing business with you. Come back and tell your friends. Pistole. Da brauche ich eine Werkbank. Aber alles andere habe ich, ne? Guck dir das an. Da fehlt nur die scheiß Werkbank. Alle Zutaten zur Pistole habe ich. Hier haben wir eine. Ist die kaputt? Ja, natürlich ist die kaputt. Das andere wäre Quatsch. Muss ich ja schon Hammer bauen, ne? Um eine Werkbank bauen zu können. Fehlt ein Klebeband. Kann auch Gärungsalkohol trinken? Nee. So, wo ist wo ist ein leerer Wasserbehälter? Ja. Genau, das Säckchen Wasser und Knochen kann man immer wunderbar Kleber erstellen. Das habe ich mir bemerkt.
Unten links, der Zucker wirkt noch. Ich kann immer noch handeln. Oder ich einfach gar nicht kaufen, verkaufen wollte. Jo. Ach, Donnerbüchsen, Munition. Ja, brauche ich Schießpulver. Stein habe ich ja, Papier habe ich ja, ich brauche Schießpulver. Ja, die Zombies sind nämlich kein Problem gewesen. Problem ist, dass immer gleich alles auf einmal kommt. Zombies hauen einen dann um. Und man ist noch am Verbluten. Und einen einfach nur hauen dürfen. Aber nein, genau in dem Moment wird verbluten noch. So, was war hier? Dann Ei. Wieso kann ich hier Chicken Speck mit Eier kochen? Dann habe ich das Rezept freigeschalten. Krass, da brauche ich kein Wasser mehr. Ja, oh, der Eisenbarren teilweise, ja. Das ist ja wichtig. So, hier ist der Wald. Oh, Holz liefert. So. Ja. Ach nee, das kann ich an der Hand herstellen, glaube ich, ne? Ich glaube, ich schieße wohl eine Hand herstellen. Ja. Nur 6 Stück, das ist ein Witz. Kohle fehlt, ne? Scheiße. Und trotzdem kann ich jetzt wenigstens 6 Schuss. 6 Schuss, aber doch noch höchste Munition ist besser als nichts. Ach nein, ich kann 51 Schuss machen, weil ich noch Dings hatte. War nicht schlecht. 51 Schuss, oh Gott, das ist mein Gott vor. Wow. 51 Schuss an diesem Anfangslevel, mega. Ich krieg gleich den Speck mit ein, ja, dann muss ich nicht mehr hungern. Das ist so schön, das ist so schön. Und stell Klebebeband her. Kann man jetzt Kisten noch an Bäume machen? Oh je. Stell mal eine her. Kann man ja mal angehen. Ja, der ist der Kerl, ne? Der dumme Kerl, der böse dumme Kerl, der soll mal ordentlich was herstellen hier. Also Amboss habe ich schon, mir fehlt immer noch ein scheiß Blasebalg. Kann man den herstellen?
Auch mit Klebeband und Nägeln. Wenn ich Nägel bin, schmeiße ich es nicht mehr weg. So, gucken wir mal. Genau, stellen wir Klebeband in Matten her. Wie lange das alles dauert, ja. Da kann ich noch ein bisschen darauf wegwarten in der Zeit. Ausdauer, ich jetzt will. Bin ja krepiert. Ich wollte das nächste Mal kapieren. Schlimmer Blutler. Über Vorteilknopf erwährst du die Wiederherstellung. Echt? Warte, warte, warte. Nee, erwärst du. Warte mal. Wo waren wir jetzt gerade? Bei. Ja, bei Blasebalg. Na, warte mal. Über was vorgenommen? Ich habe ja hier nur den Dings, das Buch und jetzt hier auch noch so steht, was ich mir selber beibringen muss, also dass ich hier in die Skillings reinkomme. Aber irgendwo gab es da mal irgendeine Knopf, ja. Ich kann mich dunkel erinnern, da könnte man irgendwo drauf drücken, da kam er da hin, aber den finde ich gerade nicht. Das sind nur diese drei Dinger. Ein Buch. Ich muss auf jeden Fall ein Buch dafür haben. Also ich kann das nicht scalen. Dann ist scheiße. Dann ist große Scheiße. Das hat man Kohle finden, nicht immer Eisen und ein Buch braucht. Das ist scheiße. Das ist total scheiße. Also auch mal cool, dass wir uns über YouTube unterhalten. Ich finde es auch trotzdem schade, dass heute gar kein Zuschauer auf Twitch ist. Ja, ich extra noch zur Primetime gestreamt. Es kann übrigens in den nächsten 1 bis 2 Wochen passieren, dass ich wieder früh streame. Ich weiß nicht, ob das so deine Zeit ist. Früh um 8, früh um 6. Kann durchaus passieren in den nächsten Tage, Wochen. Weil sich mein Schlafrhythmus doch sehr weit nach hinten verschiebt, aktuell nicht. Fast bis 18 Uhr, ne? Zwischen 16 und 18 stehe ich auf. Da ist das heftig. Und da kann es eben passieren, dass ich früh um 8 noch streame. Wenn ich zwischen 16 und 18 aufstehe. Oder vielleicht doch noch später. Mal gucken, wie sich das die nächsten 1-2 Wochen entwickelt. Und das ist immer Bescheid, weiß nicht, dass ich 100, wenn ich abends nicht mehr auftauche, mein Stream, dann habe ich wieder meinen Rhythmus um 12 Stunden verschoben. Werde ich wohl eher nicht schauen. Schade. Bin ich mal gespannt. Ja, früh zuschaut, weil da kommen manchmal Leute, die hast du monatelang nicht gesehen, wenn du früh streamst. Ist mir mal aufgefallen. Ansonsten, wenn ich auch 22 Uhr aufstehe oder so in der Woche, dann kann es auch sein, dass ich da ganz schnell noch streame, direkt nachher aufstehe. Da bin ich noch müde. Ich muss was trinken. Ich bin arm dran. Ich habe noch Leitungswasser zum Trinken, nur Digi. Ich muss tatsächlich Leitungswasser trinken. Weil ich keine Energie mehr habe und keinen Butler, der mir was zu trinken bringt. Oh, Niki, du hast doch sicherlich ein Fahrzeug. Geh mal für mich in den Tränkemarkt und hol mir mal 6000 Cola-Flaschen. Mit Süßstoff. Komm mal, egal. Hauptsache 6000 Cola-Flaschen mit Süßstoff. Oh, ich glaube, jedes Trinken schmeckt besser als Leitungswasser. Ach ja. Was für Themen heute, ey.
Sieht man mich überhaupt? Ich habe das Gefühl, die Webcam ist ein bisschen vor der Kamera, oder? Nee, es geht, oder? Mein Gesicht ist nicht mittig zentriert. Mein Gesicht ist nicht mittig zentriert. Mein Gesicht ist nicht mittig. Naja. Aber wichtig ist, dass man den Schriftzug hier sieht, die ganze Zeit. In der Kamera. Damit jeder weiß, ich bin wer. Das muss wirklich verstanden werden. Das ist von essentieller Bedeutung, dass der Schriftzug meines T-Shirts zu lesen ist, wenn auch spiegelverkehrt, aber es macht nichts. Wichtig ist, Leute dadurch wissen, ich bin wer. Ach ja. Falscher Chat sehe ich auch. So. Ich hätte jetzt noch einen Twitch-Chat offen, um meine Kamera zu sehen. Hört noch etwas Deep Space Nine schauen. Oh, gute Wahl. Habe ich auch letztes Jahr nochmal durchgenommen. Bin jetzt schon wieder bei Voyager. Voyager Beste. Viel Spaß, Olegi. Ah, Deep Space Nine. Beste, ich bin heute. Ja, ein paar Minuten mache ich noch. Ich könnte auch ein bisschen durch die Ebene dran laufen. Mal gucken. In Autos ist manchmal ein Bohrer drin. Das ist, glaube ich, meine Bohrer bei sowas gefunden zu haben. Ich kann nicht verstehen, warum die Ausdauer immer noch so schlecht ist. Ich will doch wieder auf mein Dino. Skill den Arm.
Level 7 muss das ja dann sein. Das kostet mich Punkte, ey. Ja, 2 Punkte und. Oh, 4. Boah, so viele Punkte, ey. Das kann man machen später, wenn ich mit dem Bohrer richtig viele Punkte mache. Ja, war klar. So, nicht Blaseball, sondern Klauenhammer brauche ich. Genau, zweimal. Ja. Ich mache einen. So, Werkbank. Ach, stimmt, hier ist der Vorteil-Button. Jipp, da muss ich. Echt? Intelligenz Level 4. Ach, du heilige Scheiße. Okay. So bald also noch nicht. Also kann ich mir noch keine Pistole herstellen. Es sei denn, ich finde irgendwo eine Werkbank, die nicht kaputt ist. Ich kann die zwei Klebeband dafür aufheben. Machen wir auch schon mal Rap. Temperaturkit 10 Stück. Heben etwas Klebeband auf. Also irgendwas ist in dem Spiel immer. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Ja, da habe ich ja Millionen Jahre hier. Kannst nichts tun. Muss warten. Nee, zurück. Bauen. Oh, mechanische Teile. Den Raum für sie weg. Ja, ich wollte mich ja Teile haben, nicht alle verkaufen. Den Stau verstumpft machen. Bing. Jetzt haben wir 23 Uhr. Wie gesagt, wenn Kehler kommt, werde ich hier nach 2 Stunden Schluss machen, aber ein halbes oder ein Viertelstündchen kann ich noch. Letzte Chance, neue Zuschauer zu sein bei mir. Ach ja, so will.
Und das ein hübsches Format ist. Die Spieler sind schon besser. Ja, schwierig, wenn man so ein Ding so klein baut, ne? Das ist schon schwierig. So, Kaffee, den wir trinken können, einen letzten Kaffee. Ja, irgendwo muss ihr Essen sein. Gerade nicht, wie man diesen Kuddelmuddel immer so gar nicht findet. So. Aber auch noch Fleisch sein müssen. Das macht im Ofen. Richtig, aber na, wo ist denn ja meine? Wo ist es denn? Da ist. Ach du Kacke. Gut, nein. Das ist ja mal gut hier. Ja. Hi.
Ja, das war rein.
Schneider. Ja, ja. So, der Stream endet gleich. Ich mal gucken. In einer Minute. PC ist so eine runden Zeit. Ich hoffe auch, dass die Decke hier einstürzt, aber nicht zu dieser Zeit. Perfekt, jetzt haben wir 2,5 Stunden. Dann verabschiede ich mich erstmal für heute und sage Tschüss, bis demnächst. Tschüss. So. Ja. Perfekt. Und 3, 2, 1, Klack.